Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Dark Parables, Dornröschens Fluch. Ja, ich glaube, wir sollen das Pferdchen hier irgendwie mal befreien. Hinter dem Gitter ist ein eigentümliches Puppenpferd zu sehen. Aber mit einer Schaufel und so, das glaube ich nicht, dass das so hinhaut. Kann ich denn hier irgendwas mitnehmen? Die Haken, den Eimer, das Gitter oder irgendwas? Nee. Ist hier irgendwas? Die Tafel dieses roten Stallschilds fehlt. Aha, okay. Da fehlt ein rotes und ein blaues Ding. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal aufbrechen oder... Ach, ich weiß auch nicht. Tja, so komme ich jedenfalls nicht weiter. Ach ja, ich wollte in den Notizen gucken. Es erfüllte mich mit einiger Faszination, auf den Geist von Dornröschen zu treffen. Woher jedoch kennt der Geist den Stand meiner Ermittlungen? Anscheinend haben die Königin und der König ihr großes Geheimnis gut gehütet, da ich bisher keinerlei Beweise für die Existenz von Dornröschen gefunden habe. Ja, na gut. Ich habe gerade gedacht, ich hätte meine Boxen an, dass ich wieder so einen Doppelsound habe, aber nö. Alles gut. Kann ich hier irgendwas hinlegen? Die Puppe vielleicht? Nee. Kann ich irgendwas denn graben? Mit dem richtigen Werkzeug kann dieser Stein sicherlich entfernt werden. Mit der Schaufel? Nee. Puh, aus dem Holzeimer fließt eine dunkle, verfault riechende Flüssigkeit. Aha. Ist das das Werkzeug, was ich brauche, das Messer? Nö. Was sich wohl am Grund des Brunnens befindet, ich weiß es nicht. Was ist hier? In diesem Behältnis ist eine unberührte weiße Rose eingeschlossen. Sie verströmt einen betörenden Duft. Der mächtige Herrscher dieses Landes trägt mich als ein Symbol seiner Macht. Da gehört eine runde Scheibe rein. Okay, die gehören da wahrscheinlich alle rein, wenn wir die denn dann haben oder so. Ich weiß es nicht. Oder ist das so eine... Ah, da ist so eine Rosenscheibe. Vielleicht kann die ja hier hin. Woanders hin? Ich weiß es nicht, was... Mächtige Herrscher dieses Landes trägt mich als ein Symbol seiner Macht. Ein Symbol seiner Macht. Also das wird doch eigentlich ganz gut passen. Da ist diese Rose drin. Komme ich da irgendwie ran? Bestimmt nur mit diesen Dingern. Obwohl die doch passen würde. Naja, gut. Funktioniert nicht. Dann das nächste Rätsel. Bewege die farbigen Kugeln, bis sie sich auf den entsprechenden Feldern befinden. Ja. Moment, muss ich erstmal wieder überlegen. Meistens ist eine Kugel relativ einfach und die anderen sind schwer. Wo soll die denn hin? Ach, da soll die hin. Dann gehen wir nach ganz unten. Wo könntest du denn mal hin? So, dann ist die schon mal drinne. Das wird aber nicht reichen. Glaube ich nicht. Nee, jetzt geht die nämlich viel zu weit. Das funktioniert deswegen nicht so. Wenn ich die hier wegnehme und... Ach nee, dann kommt die ganz runter. Ist natürlich doof. Wie kriege ich das denn mal hin? Probier einfach mal. Dann ist die ja schon mal drinne. Fehlt nur noch die. Ich hoffe, ich brauche halt dafür nicht jetzt eine andere Kugel. Manchmal ist das ja so. Dass man eine andere zur Unterstützung braucht, um das hinzukriegen. Nee, das klappt so aber nicht. So vielleicht. Wenn ich das genauso mache wie das andere, dann ist sie schon mal hier. Wie kriege ich sie aber da gestoppt?
Jetzt wurde die immer so schön gestoppt. Wenn ich die irgendwie auch gestoppt kriege. Genau. Die muss ja nur irgendwie da dann halten. Oh Gott. Wie mache ich das? So schon mal. Aber das... Nee. Nee, das ist voll schwer. Oder ich komme gerade nur nicht auf die richtige Idee. Kann auch sein. Mache ich das denn? Dass die da hält. Die, irgendwo muss ich hier einen Stopper haben. Dann muss ich die ja alle wieder kaputt machen, oder? Ich glaube, anders funktioniert das sonst nicht. Jetzt bin ich aber auch im Kreis gegangen. Das hat ja auch gar nicht funktioniert hier. So. Dann ist die hier schon mal jetzt gestoppt worden. Das mir aber was gebracht hat, wohl eher nicht. Moment, wenn ich die hier einfach so rummache im Kreis, ja, dann ist sie doch drinne. Ha! Dann geht das doch. Und wie kriege ich die jetzt wieder zurück? Oh nee, ne? Jetzt habe ich es mir kaputt gebaut. Dabei hatte ich sie doch schon drinne. Shit. Mist. Doch, das kriege ich noch wieder hin. Die jetzt wieder im Kreis rum. So. Jetzt ist die aber im Weg und das war die vorher nicht. Dann konnte ich nämlich hier durch und die nach oben. Moment. Mache ich die kurz weg? Jetzt geht's wieder. Ha, ich hab's. Yippie. Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich doch jetzt wohl geschafft. Was habe ich jetzt gemacht? Leiter ist nicht hoch genug, um oben auf die Mauer zu gelangen. Mhm. Nee. Dann gehe ich da jetzt mal rein. Habe ich mir verdient? Ein nächstes Wimmelbild wartet. Manche Teile sehen einfach so aus, als könnte man sie nehmen. Ich gucke gerade gar nicht immer, was ich suche. Ich mache einfach nur. Würde wahrscheinlich jeder von euch tun. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Was suche ich denn überhaupt hier? So Kleinkram, ne? Mhm. Fehlt mir aber ganz schön viel gerade, merke ich. Gerade da ist noch so ein Teil. Nee, das war's schon. Ich dachte, ich sollte noch mehr finden. Na gut. Das Zepter des Königs, das gehört doch bestimmt da hinten jetzt hin dann gleich. Dieser Kelch ist identisch mit dem, der auf das Fenster gemalt ist. Mhm. Das Fenster zeigt drei Figuren, jede mit einem anderen Kelch in der Hand. Tür ist abgeschlossen. Was soll ich denn jetzt dann hier machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Passt das jetzt dahin? Wie jetzt? Mächtige Herrscher dieses Landes trägt mich als ein Symbol seiner Macht. Ja, ich hätte jetzt das Zepter dahin gelegt, aber klappt toll. Ne? Ganz toll. Und die Rose da rein? Ach, wie doof. Die Krone sollte auf die Rose. Warum? In die Aussparung gehört eine runde Scheibe. Ja, aha. Gut. Geht es jetzt? Nö, natürlich nicht.
Ich bin der beste Schutz gegen unliebsames Wetter, ob Regen oder Strahlen. Ja, dann wohl ein Regenschirm, den ich nicht habe. Also da kann ich jetzt immer verschiedene reintun. Verschiedene Scheiben, wie es aussieht. Das klappt immer noch nicht. Der Schaufel auch nicht. Das geht alles nicht. Irgendwo müsste ich doch den Sockel für diese Feenstatue auch ranbringen können. Also das kapiere ich hier auch noch nicht. Die Erde unter diesem Baum ist locker. Ja, dann schaufeln wir mal. Ah, okay. Gut. Da habe ich jetzt das Schild. Das soll doch aber nicht helfen gegen Regen und Wetter, oder? Nee, hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte nach rechts. Probieren wir das nochmal aus. Nö. So, jetzt aber nicht da drauf, oder? Nö, das ist nicht richtig. Aber irgendwas werden wir ja noch tun können. Hier, da ist wieder was zum Rätseln. Schon wieder dieselbe Stelle. So, was fehlt jetzt noch? Mehr Nägel. Da. Ein paar Schrauben, aber mir fehlen noch die Nägel. Wo sind die Nägel? Da. Alles nicht ganz so einfach zu erkennen. Oh, toll, ich habe mir mal eben eine Leiter zusammengebaut. Kein Problem. War ich jetzt da oder da? Die war da hinten, da konnte ich nicht, ne? Die ist nicht hoch genug. So zusammengeschraubt. Los geht das hier. So, und da kann ich jetzt wieder was... Ah, da gehört die eine Hälfte rein. Die andere habe ich aber noch nicht. Mhm. Gut. Kann ich hier nicht durch? Ich dachte jetzt echt, man kann hier lang. Das sah schon so, genau so aus. Nö. Kann ich nicht. Gehen wir mal hier wieder nach rechts. Vielleicht habe ich hier noch was übersehen. Das seltsame mystische Symbol. Nee, das geht nicht. Diesem Steinpuzzle sollte eine Statue stehen. Vielleicht da die Füße hin? Ja. Der Steinsockel passt perfekt auf das Podest. Es fehlen noch einige Teile der Statue. Ja, die werden wir wohl dann zusammensammeln. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wo sie hingehört. Da steht Federrose. Hier kriegst du eine Puppenprinzessin. Nein. Da fällt mir ein, das Zepter könnte man auch am Anfang... Da waren so zwei Statuen, wo es hieß, die haben nichts in der Hand. Vielleicht soll da... einer das Zepter kriegen. Erstmal mache ich aber das hier noch. Jo, was fehlt jetzt noch? Komisches, verbogenes Rohr-Dingens. Da oben. Das war's, oder? Ja. Wir haben... Ach, wir haben den Körper zusammengebastelt. Geht klar. Oh, Kapitel 3. Das ging ja flott. Hä, waren wir schon in Kapitel 2? Ich dachte, wir wären erst in Kapitel 1. Okay, gut, wenn ihr meint. Hier, Notizen. Beim Durchsuchen der verwaisten Kapelle bemerkte ich, dass Don Röschens Porträt in den Buntglasfenstern fehlte.
Im Falle des Todes der Prinzessin hätte ihr Abbild jedoch zum Gedenken in der Darstellung enthalten sein müssen. Vielleicht hatte der Geist recht und der schlafende Körper ist irgendwo im weitläufigen Schloss versteckt. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. So, die hat noch keinen Kopf. Ist ja aber nicht so wild. Da komme ich gerade her, das ist Quatsch. Genau, hier war das und er kriegt jetzt seinen Stab. Funktioniert sogar. Und sie kriegt das Messer. Genau. Nein. Ich weiß nicht. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Keine Ahnung. Hat sich überhaupt was getan? Oder es hat doch irgendwie Klack gemacht? Ich weiß es nicht. Genau, ne? Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Ich mag Schmetterlinge. Da war ich noch nicht. Einen Moment mal bitte. Ich sollte mir tatsächlich angewöhnen, meine Katze vor der Aufnahme mal reinzulassen. Jetzt schon wieder vor der Tür gesessen. Muss wohl so eine Angewohnheit von ihr sein. Genau in diesem Spiel denkt sie sich immer, ja, jetzt will ich rein. Nee, das funktioniert nicht. Boah, das mit dem Gebüsch ist auch fiese hier. Da sieht man kaum was. Achso, das ist fertig. Und mir fehlt aber irgendwie immer noch was. So ein Stück hier, genau. Dann ist das auch fertig. Dann das noch. Und jetzt noch eins. Da. Haha. Nee, es ist immer noch nicht alles. Das ist jetzt fertig. Okay, jetzt fehlt mir aber wirklich nur noch ein Teil. Da, in der Ecke habe ich es gefunden. Tada! Und das ist die andere Hälfte. Mach mal hier ein bisschen schneller. So, dann kann ich hier jetzt da hinten einsetzen, nehme ich mal an. Da oben meine ich. Und dann, voila, öffnet es sich. Ach, und hier kann ich aber noch was, schon wieder muss ich Teile finden. Springen einem ja schon so ins Auge. Das sieht dann einfach immer auf dem Bild nicht so passend aus. Und dann weiß man das sofort. Und das, was man nicht findet, kann man dann immer noch im Einzelnen suchen. Geht zumindest schneller. Ist natürlich nicht die richtige Art, das zu tun. Man soll es ja eigentlich finden. Wo ist denn ein blauer Stein? Oder habe ich den jetzt schon... Ach so, die habe ich schon gefunden. Die lilane Krone... Ich sehe eine ganze lilane Krone nicht. Und so ein Eckteil. Da oben war noch was. Ist da hinten nicht? Ich klock hier schon wieder irgendwo gegen. Achso, auf der Flasche. Das war natürlich verkehrt. Was ist denn noch verkehrt hier im Bild? Sozusagen. Da oben, das gehört da auch nicht hin, genau. Wo ist jetzt die Krone? Hä? Hängt die hier irgendwo? Mein Auge hat sich schon so dran gewöhnt. Ich brauche mal ausnahmsweise einen Hinweis. Da hinten. Ach, das war ja fies. Nee, das habe ich nicht gesehen. Yippie! Gut. Okay, dann gehe ich hier nochmal einmal rein und diese Tür ist von dichtem Dornranken überwuchert. Ich benötige etwas Größeres, um diese Ranken zu entfernen. Hier ein Messer. Das ist zwar nicht groß, aber oho, dieser Eingang wird von einer alten Ritterrüstung bewacht. Der Schild fehlt. Hier. Das ist aber nur eine Scheibe und kein richtiges Schild. Ach, ich kann hier einfach durchgehen. Ach so, na gut, dann würde ich sagen, das hier machen wir aber im nächsten Part von Dark Parables, der Dornröschenfluch. Oder eher Dornröschens Fluch.
Und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!